Hallo Campingfreunde, heute stelle ich euch den Stellplatz hier Camperstop Torbole vor. Richtig schöner Stellplatz, den wir euch jetzt mal zeigen und uns den mal zusammen angucken. So, hier befinden wir uns jetzt an der Schrankenanlage. Das heißt, ihr könnt hier einfahren, meldet euch hier vorne an der Rezeption an und habt dann hier wirklich 10 Minuten Zeit, euch hier einen Stellplatz auszusuchen und dann wieder rauszufahren oder eben ihr habt was gefunden und bleibt dann hier. Wir gehen mal rein, gucken uns hier die Sache hier mal an. Camperstop Torbole. Es gibt hier in so einen vorderen Bereich, der ist hier. Hier ist so eine Wartezone, falls man nicht gerade einen Platz hier bekommt. Ja. Jetzt gehe ich hier noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Wie gesagt, es ist hier nur ein Stellplatz. Deswegen kann man hier nicht erwarten, dass man hier auch noch die Markise ausfährt. Haben hier ein paar draußen, aber wie gesagt, das ist immer hier so eine Sache. Gerade hier ist es noch nicht mal richtig abgegrenzt. Ja, stehen einfach nur die Nummern dran und da sollte man da eben mal schon auf die Nachbarn ein bisschen achten. Ja, wie gesagt, weil es ist hier einfach nur ein Stellplatz. Hier vorne ist direkt die End- und Versorgung auch für euren Hausmüll. Hier der Schacht fürs Grauwasser. Da hinten der Schlauch fürs Frischwasser, der auch mal wieder ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber gut, jeder hat ja eigentlich seinen eigenen dabei. Und wie gesagt, hier die Mülltonnen, wird hier alles getrennt. Ja, es gibt hier einen kleinen Markt. Der ist hier. Gibt es das Nötigste. Solltet einfach mal reinschauen. Wie gesagt, wenn man was vergessen hat, ist man zufrieden, dass es hier immer so einen kleinen Markt gibt. So, dann gibt es hier noch die andere Seite. Die gucken wir uns jetzt hier auch an. Die geht jetzt hier hin. Das ist hier auch der größere Bereich. Ja, ihr seht auch alles. Manchmal teilweise im Schatten gelegen. Hier ist natürlich aber weitaus mehr Sonne wie auf dem Campingplatz. Und man steht hier eben auch enger hier auf diesem Platz. Ja. Die Entsorgungsmöglichkeiten für eure Chemietoilette. Hier einmal abwaschen für euer Geschirr. Jetzt gehen wir mal hoch hier auf der Terrasse, dass ich euch mal so einen kleinen Überblick verschaffen kann, wie es denn hier aussieht. Ja, und so sieht es hier aus. Camperstop Torbole. Also wie gesagt, man steht hier wirklich sehr, sehr eng beieinander. Das muss jeder selber entscheiden. Ihr seht, manche haben die Markise draußen. Es ist auch so ein bisschen abgegrenzt, weil man hier Nummern unten auf der Erde hat. Aber ja, das ist schon... Ja, das ist schon ein bisschen enger wie bei uns hier auf dem Campingplatz. We'll be right back.
Hier sieht man es jetzt nochmal. Camper Stop Turbolet hier den Bereich und dahin nur die Fahnenwehen. Das ist schon der Campingplatz Europa. Man muss aber wirklich sagen, alles sauber und ordentlich hier. 120 Stellplätze gibt es hier. Ja, und das Waschhaus gucken wir uns auch gleich nochmal an, wie das aussieht oder wie es aufgebaut ist. Ihr habt hier eigentlich ebenen Untergrund, teilweise Rasen, teilweise Schotter. Ihr habt hier ein WLAN, Hunde sind erlaubt. Hier die Entsorgungsmöglichkeiten für eure Chemietoilette. Hier einmal abwaschen für euer Geschirr. So, und hier seht ihr hier die andere Seite von den Camperstop Turbolet. Hier die Wartezone hier vorne und da hinten eben die Stellplätze da hinterm Baum. Hier wahrscheinlich eine richtig schöne Sonnenterrasse. Im Sommer kann ich mir das richtig gut vorstellen hier. Ja, sieht schon schick aus. Wir haben jetzt Mitte April und der Platz ist hier voll. Also ich sehe keine freie Stelle mehr. Deswegen auch hier Camper in der Wartezone. Das Ding ist voll. Und wie gesagt, vom Preis her nicht viel teurer oder günstiger wie der Campingplatz. Und deswegen guckt euch mal beide an, wenn ihr hier seid, und entscheidet selbst, weil wie gesagt, manch einer steht ja doch eher auf Stellplätze, weil man da viel schneller Kontakt zueinander findet. Ja, das muss eben jeder selber entscheiden. Es ist hier auch sehr, sehr sonnig hier auf dieser Seite, weil die Bäume sind hier nicht allzu groß. Ja, da muss man eben Glück haben, dass man hier ein Schattenplätzchen erwischt. Ansonsten steht man hier in der Sonne. Ihr habt hier genügend Einkaufsmöglichkeiten hier in Turbolet. Ihr seid hier direkt stadtnah, das heißt, in 5 Minuten seid ihr in der Stadt. Ihr könnt hier von hier aus schöne Bootstouren machen. Lauft nur 10 Minuten bis zum Steg, wo dann die Schiffe abfahren, und könnt dann hier über den Gardasee schiffern. Also alles richtig durchdacht hier, die ganze Sache, finde ich richtig cool. Und durch die Berge hier sind hier natürlich auch immer Winde, was natürlich hier für die Surfer und für die Segler hier ein richtiges tolles Gebiet ist. Und hier mal einen kleinen Eindruck, wie eng die hier zusammenstehen. Also wie gesagt, das ist schon Kuschelcamping hier. Muss man schon sagen, manche Stellen.